Dann mach ich so. Und dann darfst du mich revealen. Ja, ja. Oder wir machen so, herzlich willkommen, und dann machen Atem nicht Kopf an Kopf, dann machen wir so. Oder? Dann gehen wir jetzt hier und dann gehst du nach vorne. Oder wir sagen jetzt einfach nur, was geht ab, Freunde? Ah, ist schon? Ja. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns rein. Den Engelbrüdern mit Saskia. Und Saskia. Freunde, wir haben uns gedacht, weil nächste Woche unser Cleanup anfängt, aka unsere Diät für 7 Wochen, wo wir euch auch mitnehmen werden auf YouTube, also so wie aus den alten Zeiten, beziehungsweise ja, so wie vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Sommer-Shred. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr schon so lange dabei seid, würde mich auf jeden Fall unnormal interessieren. Wir haben uns gedacht, wir werden heute nochmal die Karte bestimmen lassen, was wir alles essen, aber eine Special-Version, und zwar eine... Sag du's. Eine Fast-Food-Version. Genau. Weil die Leute, weil die beiden hier, ne, die müssen noch mal ein bisschen Fast-Food reinspachteln, ja, bevor die Diät Spachtel losgeht. Rein. Das heißt natürlich nicht, dass wir in der Diät bzw. im Cleanup gar kein Fast-Food essen werden, aber ihr werdet sehen, wie wir das Ganze anstellen werden. Wir werden ich würde das Ganze aber erst beim nächsten Video sagen. Genau, wir werden das Ganze dokumentieren, Freunde. Ihr könnt einfach mitmachen, aber wie gesagt, nicht zu viel in diesem Video davon. Einfach nur ein kleiner Teaser darüber. Jetzt geht's erstmal essen. Und ich habe Hunger, wir haben noch hier Käffchen getrunken. Und wir werden das dieses Mal so machen, dass wir quasi vor jeder Mahlzeit irgendwie so eine kleine Challenge, oder nicht vor jeder Mahlzeit, aber vor ein paar Mahlzeiten so eine kleine Challenge machen, wo wir sagen, okay, zum Beispiel... Das ist aber nicht mit mir abgesprochen. Ach, hier. Wusste nicht, zum Beispiel, guck mal, wir machen das so, wenn wir zum Beispiel zum Max gegangen wären und gleich trainieren würden, würde zum Beispiel eine mögliche Challenge heißen, was wäre der perfekte Pre-Workout-Snack? Okay, Saskia, wir sind jetzt bei der ersten Location, und zwar bei Subway. No focus, please focus, brother. Why you ain't focusing? So, Leute, jetzt funktioniert's. Wir sind vor Subway, Freunde. Und die erste Challenge wird sein, den perfekten Frühstückssub zu machen. Sprich, ein Sub, den man richtig gerne zum Frühstück essen also würde. Also, ich weiß ganz genau, wie ich den, glaube ich, doch, ich weiß, wie ich den belegen werde. Und, Freunde, ich werde den nicht so belegen wie sonst immer, weil ich esse sonst nicht zum Frühstück. Kein Frühstückssub ist richtig. Der sonst. Weil man kann ja eigentlich so denken, aber Subway ist eigentlich immer so, geht immer zum Frühstück, aber so wie ich den sonst belege, wird nicht so passen. Wird zwar schmecken, aber wird nicht so passen. Deswegen erstmal rein und gucken, was man jetzt macht. Ich bin übelst gespannt, ich werde auch alles anders machen als sonst. Let's go. So, Family and Friends, die Bestellung ist fertig und man sieht, es sind 2 Subs geworden und ein Cookie plus ein Wrap. Freunde, der Wrap ist von mir, das ist ein Chicken Fajita Wrap mit, ich glaube, Chipotle Southwest und Mayo drauf. Ja, Mann, ich habe ein 30er Sub, Freunde, mit Italian BMT, das hatte ich noch nie, aber es sah passend auf jeden Fall das Frühstück aus. Wir haben Tomaten, Gurke, dann haben wir als Soße, was habe ich genommen? Caesar Soße. Und das war's auch schon mit Cheddar Käse. Sehr, sehr gespannt, sehr, sehr gespannt. Ich habe Thunfisch genommen, weil ich finde Thunfisch sehr, sehr frühstückstauglich. Und an Gemüse alles, außer die eingelegten Sachen, also richtig frisch wie so schön frischen Frühstück. Geil. Und als Soße Joghurt. Joghurt, perfekt fürs Frühstück und bisschen Sweet Onion, also perfekt, perfekt ist das. Aber Freunde, worauf hätte ich am meisten Bock? Auf euer eigenes, safe, ne? Safe. Ich habe gerade übelst Bock auf schön ein Wrap. Die Karten werden jetzt entscheiden, wer was kriegt, Freunde. Ich mische einmal durch. Ich würde sagen, Ladies first, das kann erster ziehen. Ja, worauf hättest du am wenigsten Bock? Auf deins, weil du hast Bock auf scharfe Soße zum Frühstück ist ein No-Go. Ist die scharf für dich? Ist würzig. Oh. Take one. Alter! Ja, das ist schon mal Jackpot, ne? Für dich. Digga, wie beim letzten Mal. Ich sag dir ehrlich, ich hätte auch am wenigsten Bock auf deins, weil ich. Boah, ich hab noch nie Tuna probiert, sag ich dir ehrlich. Lecker eigentlich. Nicht. Ja? Lol, Arthur. Und ich hab meins. Ich muss auch sagen, ich habe schon extrem lange kein Wrap mehr hier gegessen. Ich glaube erst das letzte Mal, wo die rauskam, also locker vor 2-3 Jahren. Aber umso geiler jetzt. Hier nochmal der Querschnitt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Ist gut? Sehr, sehr wild. Chicken Fajita, keine eingelegten Sachen. Chipotle Southwest, Light Mayo, beziehungsweise Mayo. Und ihr fahrt gut, wenn ihr mal ein Wrap probieren wollt bei Subway. Ich hab so Lust auf meins. Ne? Vor allem ein kleiner Unfall ist passiert. Erst hat er da aus Versehen Mayo drauf gemacht, aber er hat's nochmal gerettet. Weil Mayo würde nicht passen, wie bei Willi. Das passt dafür nicht. Mm-mm. Ah doch, bei Willis Wrap schon. Mhm. Boah, geil, auch mit Blattspinat. Mhm. Gut? Perfekt. Nice. Immer die rechte Seite auch nehmen an Gemüse. Freunde, das Brot nehme ich übrigens sonst nie. Ich nehme sonst immer Cheese Oregano, aber das ist übelst weich. Einfach mal reinpasten jetzt.
sieht echt geil aus. Ich würde sagen, Mainz ist der Gewinner, oder? Nee. Mainz. Also ich muss sagen, optisch sieht Artus am, finde ich persönlich, am ansprechendsten aus für die erste Mahlzeit des Tages. Digga, das schmeckt so heftig. Ja, das sieht einfach am geilsten aus, Freunde. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr am meisten Bock hättet von unseren dreien. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wir haben uns alle selbst gezogen. Ich glaube, was auch eine geile Dynamik wäre, wenn wir noch jemanden reinnehmen ins Video, dass man mit 4-5 Leuten durchtauscht, wäre auch, glaube ich, ziemlich lustig. Aber Freunde, ich würde sagen, essen wir mal. Und Freunde, seid ihr zufrieden mit der ersten Mahlzeit? Ja, sehr. Sehr zufrieden. Weil ich hatte genau meins und das war das perfekte Frühstück. Geil. Sub. Ich glaube, ich hole mir meinen Sub, den ich heute gemacht habe, jetzt auch abends öfter. Weil echt? Der war nice, ne? Also war es kein Frühstückssub. Die Chorizo-Wurst, Freunde. Chorizo. Die war sehr, 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 sehr lecker. Würzig. Würzig gut. Und Freunde, ich muss sagen, Rap war gut, aber ist ein bisschen klein und vergleichsweise ein bisschen teurer. Aber wenn man nicht so sehr Hunger hat, geht das auf jeden Fall klar, schmeckt gut und kann mich nicht beschweren. What's popping, KFC? Genau, wir sind jetzt auf jeden Fall bei KFC. Ich bin gespannt, was jetzt die Bestellungen sind. Ich werde mir auf jeden Fall was bestellen, was ich so noch nie hier hatte. Und es gibt jetzt keine quasi kleine Challenge für diese Bestellung, sondern einfach, worauf man Bock hat. Und ich habe Bock auf was Süßes. Ich habe Bock auf was Süßes und deswegen wird es ein Milkshake bei mir, ein großer. Ich sag noch nicht, was es bei mir wird. Das werdet ihr gleich sehen. Freunde, das ist einfach die größte Tüte, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das ist einfach eine XXXXL-Tüte. Hier zum Vergleich. Vergleich, mein Kopf. Was ist denn das? So, und warte, ich wollte ganz kurz zeigen, hier ist meine Bestellung. Milkshake von KFC, bisher noch nie gehabt. Sieht für mich aber echt sehr, sehr ansprechend aus. Sehr, sehr lecker. Saskia wird sich, glaube ich, am meisten darüber freuen, weil sie Erdbeermilkshakes bzw. künstliche Erdbeer so extrem liebt. Jack! Das ist jetzt neues Lieblingswort, Freunde. Jack. Was heißt das, Saskia? Eklig, aber glaube ich nur. Keine Ahnung. Okay, Freunde. Heißt Jack eklig? Okay, Freunde. Wir packen jetzt die Wundertüte aus. Ich glaube, hier mit dieser Tüte könnte man Essen für 150 Leute mitnehmen. Mindestens. Auf jeden Fall starten wir mit einer Tüte in der Tüte. Geil. Und zwar dem ersten. Also hier, das ist ein guter Vergleich. Das sind normal die Tüten. Das sind normal die Tüten, glaube ich. Deins. Ich habe das Kids-Menü. Ich hatte richtig Bock drauf. Soll ich nicht sagen, was das ist? Doch, nur ich meine, als Willi das bestellt hat, musste er sich einfach 12-mal wiederholen, weil die Frau an dem Schalter nicht glauben konnte, dass Willi sich ein Kids-Menü holt. Ja, ich glaube, es lag aber an der Anlage. Ich glaube, es lag an meinem präsenten Outfit. Auf jeden Fall kann man sich da so ein bisschen Sachen selber aussuchen. Und ich habe mich, das ist ja eine coole Verpackung. Boah, wie cool ist die denn? Ich habe mich für Crispies entschieden. Ohne Witz, ich finde, das sieht immer so lol aus. Ja, weil das so eine riesen Packung ist und dann machst du auf und da sind so zwei Crispy-Dinger drin und denkst, ja Bruder, moin. Aber ich hatte mehr Bock auf die als auf diese Filetteile. Ja, und es geht natürlich auch ums Feeling, wenn die jetzt irgendwie so mit Tüten, dann wäre man einfach nicht gut. Oder in so einer Pommes-Tüte, weißt du. Und wenn es Fingerlicking gut ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Und dazu habe ich hatte keinen Bock auf Pommes, deswegen habe ich mir Kartoffelpüree gegönnt. Das ist auch die einzige richtige Entscheidung, weil Kartoffelpüree bei KFC ist einfach wild. Ja, und vor allem dachte ich so mit dem Fleisch. Ja, das harmoniert echt gut. Wie so ein Meal von früher so. Ja, ja, Fleisch, ja, Kartoffelpüree. Jo, wir hatten auch eine zweite Menü echt auf Kartoffelpüree. So, Freunde, mein Menü, ihr hört schon richtig, ich habe ein Menü und zwar habe ich ein Menü mit, ganz unbeliebt jetzt hier an dem Tisch, Pommes. Ketchup. Und einen Burger. Und zwar einem Gervais-Burger. Zeig mal nochmal auf. Wow! Wow! Das ist echt geil. Oha, let's see. Boah, der sieht looking good, mate. Lass mal mit geschlossenen Augen ziehen. Nicht, dass man irgendwie so einen Fettfleck auf einer Karte kennt oder so. Saskia. Nein! Für mich gibt's ein Kids-Menü. Nein! Ich hab Bock auf Kartoffelpüree, Digga. Oh Mann! Ich hab nur Bock auf meins. 10, damit. Hier, Saskia, ich weiß eh, was du nimmst. Was? Apple Milkshake. Nein, lass das. Ich will den nicht. Ich hab das jetzt. Ich will den nicht, ehrlich. Ich weiß. Das ist so eklig. Aber kann man nicht machen. Augen zu. Nein, ich nehm doch den. Nein! Ich find das sogar hier, Saskia. Probier mal bitte direkt. War dann noch I durch den ekligen. Hä, du kannst es auch ohne trinken. Du kannst auch ohne trinken. Das muss man löffeln, guck mal. Bro, come on, findest du das echt so eklig? Jetzt für mich ist das richtig eklig, ne? Für mich ist das ekliger als rote Beete, ne? Ja.
Schmeckt safe. Sie macht es. Hier wird durchgezogen. Mh, lecker. Schmeckt besser als es aussieht, ne? Ja. Wusste ich's doch. Aber... Ist also nicht so künstlich, glaube ich, oder? Nee, ist nicht so künstlich. Freunde, probieren geht immer über Studieren. Und deswegen probiert einfach Sachen ab und zu mal aus. Aber bestellen würde ich mir das nie. Ich will mir das... Ja, also... Das Ding du ist... Du hast es bestellt. Du kannst nicht sagen, du findest es auch nicht. Nein, ich sag dir, wie das ist. Ich würde es wahrscheinlich... Ich würde das nicht bestellen, wenn wir kein Video drehen würden. Ich habe damals in der Therme, weißt du noch, grüße raus an Handy, da hatten wir so eine Karte, wo wir Essen auf Nacken bekommen haben. Und da war das einzige Mal, wo Arthur, Henny und ich uns Milkshakes geholt haben. Aber dafür jede Woche und dafür so ein paar mehr. Aber, ja, Freunde, jetzt würde ich sagen, soll ich mal direkt tasten? Normal, Digga. Letztes Mal, sage ich euch, wie es ist, also hat mich nicht so überzeugt beim letzten Mal. Die Soße war mir einfach zu viel und hat mir deswegen nicht so sehr geschmeckt. Boah, das macht richtig Auge. Ja. Das ist einfach das Geilste, was ich bestellt habe. Nein, meins besser. Und was sagst du, Willi? Ich mag das. Ich nicht. Aber... Was? Ich feier das nicht so, ne. Ich mag das nicht so. Guck mal, das Ding ist, die Leute, die KFC mögen, die feiern diesen Kartoffelpüree. Das ist so deren Aushängeschild. Das so. Ist Kultur. Ja, das ist Kultur. Und das ist Kulturerbe. Da ist der Hype halt einfach nicht gerecht, weißt du, ich meine? Es ist lecker, so ist es nicht, aber es ist nicht so heftig, wie es gelobt wird, finde ich. Ja. Okay, okay. Fühl ich. Hier sind keine Knochen, oder? Du, ich bin nicht der KFC-Experte. Der beißt da rein, es wären da keine drin. Und, was sagt der Taste? Wie schmeckt's, Willi? Jetzt mach auch so, wie ich essen würde. Dip das in Kartoffelpüree. Dip it in the Kartoffelpüree, please. Ja, genau. Yes, right there. Und das ist einfach nur eine 10 von 10. Also wenn man das so zusammen vermengt, ist echt gut. Ja. Ah, ja, jetzt kommen wir zu mir. Ich habe das bekommen, was ich wollte, wie immer. Freunde, erstmal der Pommes-Check. Ihr kennt ihn. Grottenschlecht. Ich bin sehr gespannt auf das Brötchen. Ich glaube, es ist ein Brioche-Brötchen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich glaube, deswegen heißt es auch Gourmet-Burger. Ja, kann gut sein. Ja. Auch, was halt sehr positiv ist, ist, dass das Ganze weich ist, weil zum Beispiel hat Mc's das auch mal versucht in der Signature. Nee. Oder war das nicht BK? Das war Signature bei Mc's und das war ja, knallhart. Das war echt nicht lecker. Boah. Mhm. Wir haben hier eine süße, süß-rauchige Soße drauf. Mit ordentlich auch Zwiebeln, ne? Also das gibt mir so einen richtigen Barbecue-Flavor irgendwie so. Und auch ordentlich Käse. Und unten drunter noch Remo. Also das ist wirklich ein Gourmet-Burger. Ja. Sehr, sehr aromatischer Burger. Ist ja fingerlicking gut. Mhm, ist ja auf jeden Fall. Und süßlich, wegen der Barbecue-Soße. Ja, ist da eine Barbecue-Soße? Glaub schon, ja. Sieht auf jeden Fall geil aus, Freunde. Und ich würde sagen, wir genehmen uns das jetzt. Mhm, auf jeden. Wo bestellen wir als nächstes? Glorious Burger. Weißt du schon, was du bestellst? Was ist denn die Challenge? Was ist ein die Challenge? Ein geiles Meal, was man sich zu so einem Filmeabend holen würde. Ein geiles Meal, was man sich zum Filmeabend holen würde. Dann weiß ich, was ich bestelle. Weißt du, was du bestellst? Nö. Ich auch nicht. Essen ist da. Ja, das ist. Danke. Ich wollte es eigentlich cool hinstellen, aber Freunde, jetzt machen wir es einfach direkt so, weil das ist das Leben. Manchmal passieren die Sachen nicht so, wie man denkt, da muss man improvisieren. So, Freunde, wir haben hier einmal D05, TCN05. Da haben wir Zahn, da haben wir HS, was das wohl bedeuten soll. Ich weiß es nicht. Dann haben wir das. Plain. Handseife, HS, Handseife, klar. Ja. Plain? Ich habe zwei Plains, weil das ist so eine Special Soße, Freunde, die ist echt lecker. Plain Chicken? Noch hast du Plain One. Das ist das, das ist, weiß ich schon, Greco. Cheeseburger, ganz normal, oder? Digga, das ist so viel einfach. Das hat jetzt 43 Euro gekostet, 13 Euro mehr als letztes Mal, als wir Burger bestellt haben. Guckt euch den Tisch an, guckt euch also das für Video die Leute, mal. Die das letzte Video von uns gesehen haben, für 30 Euro haben wir nicht mal die Hälfte Video bekommen. In Saskias Video war das sogar, genau. Yo, Freunde, stimmt. Wir haben auch mit Saskia ein Video gedreht. Das könnt ihr hier direkt danach abchecken. Und dann könnt ihr sehen, was man bei einem anderen Konkurrenten kriegt. Nicht so. Das ist keine Konkurrenz. Ja. Mal Chicken Wings, ne? Weil so ein Filmabend, so Chicken Wings, richtig schön. Die sehen echt gut Garlic aus. Bread habe ich auch bestellt. So sieht's aus. Digga, da habe ich auch noch überlegt, die zu holen, sag ich dir ehrlich. Boah, riecht das lecker. Jo. Und dieser Burgie. Guckt euch den Burger an. Der lecker. Ich bin einfach schon jetzt überzeugt von dem Burger, weil ich weiß, das ist... Sag mal her. Digga, das sind echt... Mach mal auf. Ah, du hast einen normalen Cheeseburger, ne? Die sind so wild. Boah. Guckt euch das einfach an. Klassisch, sagen, simpel und lecker. Und man muss sagen, der war jetzt ein bisschen im Backofen. Der ist noch warm, ne? Weil wir noch gespielt haben.
Spielchen. Dota. Deswegen nicht mehr ganz frisch. Also wenn die komplett frisch sind, dann sehen die natürlich nochmal 10-mal ne? besser aus. Okay, was hast du hast denn? Hast du nur zwei Burger, Willi? Nee, nee, ich habe eine Beilage und zwei Burger. Ist die eher leicht oder eher... Ich habe auch eine Beilage. Also ist, was meinst du, ist deine? Ich sag, das ist Willis. Okay, dann versuchen wir es mal. Ja. Chili Cheese Nuggets. Krass, habe ich noch nie probiert, außer bei Mc's. Liebst die, ne? Du hattest die einmal bei BK im Video und hast die richtig gefeiert. Bei Burger King sind die so lecker, Leute. Ja. Mit Pommes zusammen. Beste Kombination. Und dazu habe ich den Greco Burger, also den griechischen Burger. Ich schieb's für den Burger, ne? Ich sterbe ehrlich für den. Also wenn ihr mal bei Glorious Burger, heißt du, ne? Ja, Glorious Burger. In Paderborn bestellt, dann gönnt euch den. Wenn ihr griechisch mögt. Ey, Leute, das ist einfach... Das schmeckt das nach griechisch. Einfach, also das ist, ja. Das ist, also... Ich finde alle... Allein schon, dass sie so einen Käse nehmen, der dann genauso drauf passt, ja, ne? Das Ding ist nämlich, ich finde alle Burger, also alle Themenburger von Glorious Burger, schmecken extrem... Ja, dem Thema entsprechend, also die treffen wirklich gut den Geschmack des Burgers einfach, wenn zum Beispiel griechisch ist, dann schmeckt es wirklich griechisch, weil manchmal ist es so wannabe-mäßig, aber hier ist es wirklich sehr, sehr gut. Okay, ich zeige euch erstmal meine Burger. Ich habe hier erstmal, ich glaube, das ist der Chicken Plain, also ein Chicken Burger Plain. Ja, man sieht es hier und das ist halt die Soße, ne? Die schön... pink einfach. Ja, das ist so eine helle Soße, also so Mayo-mäßig und ein bisschen süßlich. Ich feier das extrem... Hast du nicht? Ich feier das wirklich extrem. Das wäre natürlich jetzt wieder geil, wenn Saskia das bekommt, weil Saskia neue Sachen nicht gerne probiert und ein bisschen verangert. Okay, Freunde, und den habe ich selbst noch nicht probiert mit dieser Soße, den Cheeseburger. Cheeseburger heißt das. Auch mit der. Aber da ist eigentlich doch nicht so ein Salat drauf, oder doch? Doch, Digga. Also vielleicht nicht. Auf jeden Fall sieht der Salat übelst frisch aus. Ja, Digga. Das ist so grün. Ne? Okay, jetzt geht's um Karten. Ich hab noch nicht mein Snack gezeigt. Ach, ja, stimmt. Oh, voll vergessen. So, letztes Mal waren die ein bisschen enttäuschend, muss man sagen, weil die ein bisschen zu lange waren. Nicht frisch, also zu lange gewartet, aber diesmal sind die gut, glaube ich. Wir sind so Warter, das ist so ein bisschen das nicht ist, so wir essen nicht immer direkt. Aber trotzdem schmeckt das halt gut. Ja, und das sagt alles. Also Crazy Maisy ist das. Einfach nur lecker schmecker. Lecker schmecker Spaß. Wer darf jetzt als erstes Arthur, den Arthur? Wir haben in Hamburg ja eine Burger-Tour gemacht, geguckt, was der beste Burger ist. Und diese Burger halten mit den besten Burgers... Burger in Hamburg auf jeden mit den Fall besten Burgers in Hamburger, in Hamburg, in Hamburger, so. Hamburg. Genau. Tschüss. Worauf jetzt am meisten Bock? Darf dein? Ja, nach meinem würde ich logischerweise sagen dein, weil du auch wegen Cheeseburger auch hast. Ja, ja. Aber auf Saskia hätte ich auch Bock, ja. Und vor allem die Chili Cheese Nuggets. Digga, was ist das? Hast du nicht heute nicht einmal von euch was bekommen, ne? Nein. Ey, das ist doch Luxus pur, Junge. Das auch da, nehmen? Einfach, Digga. Oder ich jetzt? Ja, ich. Los. Ja! Okay, Freunde, also ohne Witz, ich freue mich gerade extrem, ich freue mich übelst über die Burger. Und ich mich noch mehr, glaube ich. Und ich kann jetzt mal die, Digga, was, ich habe Honig-Senf ist das übrigens. Honig-Senf, Freunde, mit den Dippers, ich bin gespannt, hier einmal eine Aufnahme, wie geil das ist. Toll. Boah. Man könnte auch denken, dass die mit HS ein. Stimmt. Also, Lippers sehr, sehr wild. Soße super. Ich probiere jetzt schnell die Chili Cheese Nuggets, weil ich bin so gespannt, weil bei Burger King sind die nämlich gar nicht scharf, aber halt trotzdem so lecker. Und deswegen war ich so überrascht, also was heißt überrascht, deswegen bin ich so gespannt, wie die jetzt hier sind, weil ich habe die bisher nur bei Burger King gegessen. Same. Boah, das wird richtig Cheese raus. Und mit so einem Jalapeno ich drin, ne? Warte. Boah, sieht sehr, sehr lecker aus, muss ich sagen. Boah, das ist so Cheddar-Käse, glaube ich sogar. Mhm. Also so krasser Käse. Ich glaube, es ist immer Cheddar-Käse, aber das ist guter Cheddar-Käse. Ja. Mhm. Boah, wild. Das kann sein. Der Dipper ist super. Was, gell? Chili Cheese Nuggets, super. Ich bin gefahren, wenn wir beide haben, genau. Hab ich gehört, Digga? Ja, Digga. Was war das? Die erste Mal, Digga. Boah. Und nochmal saftig. Arthur hat ja zwei Beilagen. Garlic Bread. Das riecht so geil. Das riecht ein bisschen wie Domino's irgendwie, finde ich, das Brot. Also wie dieser typische Domino's-Geruch, weil die benutzen auch ja immer. Boah, doch, das ist gut. Ist gut. Köstlich. Ja? Mhm. Jo, Leute!
Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil der Bestellung. Und zwar die Burger. Also die waren bisher immer gut. Es kann natürlich sein, dass sie diesmal nicht gut sind, aber ich hoffe, dass das ist sehr unrealistisch. Ist es auch. Weil allein schon wie der gerade in meiner Hand liegt, ohne dass da irgendwas rausläuft. Das Brot, Freunde, ne, das ist so weich, ihr müsst das spüren. Hattest du den Burger schon mal? Ja. Und hattest du den Burger schon mal? Den hatte ich noch nicht. Also mit der Soße, den Cheeseburger hatte ich noch nicht. Guck mal, du hast doch nicht dieses... Deswegen. Du hast doch einen anderen, oder nicht? Ja, Plain, aber ich dachte nur, die Soße ändert sich und nicht, dass noch anderer Salat drauf ist. Weil Plain ist eigentlich genau das Gegenteil. Plain halt, eigentlich schon, so ohne Soße. Und Dinger, ja. Okay. Aber hier ist einfach andere. Also ohne Witz, Freunde, diese Brioche-Buns sind einfach nur krank. Ich glaube, die sind selbst gebacken. Ja. Wirkt auf mich irgendwie so. Man beißt einfach in Griechenland. Alter, auf dem Land weg, ne? Also ohne Witz. Man kann ein Video nicht besser abschließen, aber diese Harmonie zwischen Burger, Fleisch, Brot, das ist einfach nur wirklich, wirklich wunderschön. Guckt euch das mal an, Freunde. Es sieht schmackhaft aus. Es schmeckt sehr schön. Und... Sorry? Nee. Okay, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, schaut auf jeden Fall bei Saskias Video auch vorbei, weil wir waren auch da. Also wenn ihr noch mehr von uns dreien sehen wollt, schaut euch das Video an, lasst da auch natürlich Liebe da. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst hier auch gerne ein Like da. Ein Kommentar, was ihr als nächstes sehen wollt, wenn ihr auch irgendwelche Special Videos sehen wollt. Und ein Abo, wenn ihr bis jetzt geguckt habt, es gibt ordentlich Zuschauer, die gucken regelmäßig die Videos, abonnieren aber nicht. Ich blende euch mal ein, wie viele das sind. Also Freunde, macht einfach diesen Abo-Button, weil das pusht uns auch und dann macht uns das auch noch mehr Spaß. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace, peace. Peace out, mates and matinis.